Geht exakt auf. Sammel ein, ja. Das Einzige, was wir daher noch machen müssen, ist da hinten noch Holz reinzusetzen. Upala. So könnten wir eigentlich auch hier hinten gleich Fackeln reinsitten. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Gruselig. Da kommt uns noch gleich der Sand entgegen, nicht? Ist das nicht Schnorke? Also das Haus, oder zumindest dieser Untergrund hier, hat bestimmt jetzt schon zwei Parts? Zwei Parts eingenommen, also. Dafür, dass es so ein Minimizer-Haus ist, geht's eigentlich. Ein Minimizer-Haus. Miau. Okay, kurze Abschweifung. Aber hier kann man hier unten immer den kleinen Mädchen und das Röckchen schauen. Hi. Nein. Gut, schauen wir nach oben. Damit wir... Was könnten wir denn jetzt die Kisten da unten aufteilen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht in Tier und so Sachen, oder? Und da ich echt keinen Bock habe, nochmal diese ganzen Strapazen durchzumachen, machen wir einfach kurz auf Peaceful. Es tut mir leid, aber das muss jetzt sein. Und da draußen röhren schon wieder die Viecher rum. Und jetzt machen wir uns auf nach da. Haben wir da hinten schon was gebaut? Nein. Ich habe schon gedacht. Alles clean hier? Alles clean. Jetzt. Dann lasset uns be... Autschen. Oder wie wäre es, wenn wir hier... Sollten wir schon mit der Farm anfangen? Weil das Haus hier ist ja jetzt so... Bis aufs Dachgeschoss ist es ja schon recht fertig. Und ich muss sagen, es ist geiler geworden, als ich gedacht hätte. Und ich mache es meistens so, dass ich so ein kleines Haus am Anfang baue. Aber mit viel Liebe fürs Detail. Naja, und dann später etwas Größeres baue, aber wenn ich etwas Größeres baue, dann nimmt's mir bitte nicht übel, aber da ist irgendwann das Auge raus. Also bis jetzt wurden meine Zweitbauten immer recht schäbig. Zum Beispiel eine Burg, die hatte ich mal gebaut, da hatte ich auch so ein Holzhaus auf so einer Insel, aber das war eine richtige Insel. Und die Burg, die sah zwar richtig geil aus, aber es waren viele Fehler drin, die man, die ich, wenn ich langsam gebaut hätte, nicht gemacht hätte. Weswegen wir wahrscheinlich in diesem Part noch nicht anfangen werden, da was zu werkeln. Da ich mir erstmal einen Blick von der Lage schaffen muss. Hier. Geile Steilwand. Da oben ist ein Höhleneingang. Und wir klettern mal da oben drauf. Und das ist ja alles zugewuchert. Meine Fresse. Und das Haus, ja, aus der Ferne. Und da hinten ist mein Kolonie. Und da hinten ist gerade was rumgehüpft. Ne, 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 ne. Oha. Und dann gehen wir hier mal den verwilderten Weg hoch. Hinauf diesen... Man hat hier so einen geilen Ausblick. Und hier ist auch so eine kleine Nische und das Gras ist hier richtig grün. Und wir steigen jetzt herauf auf über 1000 Höhenmeter. Und man kann es schon auf der Karte erahnen. Dahinter ist ein zerstörter Fleck. Den habe ich nicht gesehen. Also ihr seht selbst für mich, wo ich schon mal hier war, hält der Berg noch einige Überraschungen. Und hier oben sieht man's. Ist diese Gegend nicht sowas von geil? Ist die nicht geil? Ach so, da unten ist... Und da hinten in der Ferne, das ist, glaube ich, unser Käseschnitt. War's gewesen? Nein, ganz knapp. Und, hier wäre ich schon wieder fast dafür, mich sich in den Berg reinzubauen. Da man wahrscheinlich dann einen besseren Ausblick hätte mit Panorama,
Panorama, nicht Panorama. Und das ist ja echt eine geile Gegend. Hier nehmen wir den Bolzen. Wenn das nicht mal Hammer aussieht, diese Statue und da oben ist drauf. Und da könnte man hier unten noch ganz schön viel was reinsetzen. Hier oben hat man eine echt geile Aussicht. Also gehen wir mal auf die andere Seite und gucken, was uns dort noch erwartet. Eiweißwolken. Ich gibt hier jetzt Eiweißwolken. Bin ich jetzt darauf gekommen? Ja, auch so. Wir schuften dich jetzt runter, Schaf. Du bist ein böses Schaf. Oh, ein kleines Röhrchen. Ach, du Röcherchen. Die Gegend hat sich nicht so verändert. Aber geht's denn hinten noch weiter oder ist hier eine Schlucht? Hier könnte man schon wieder eine Brücke drüber bauen. Nee, weißt du was wir... Das ist ja mal eine geile Idee. Wenn das nicht mal geil wird. Wir bauen uns hier oben drüber ein Baumhaus. Und pflanzen es dann langsam von oben hier hoch. Also wir bauen jetzt schon hier oben. Und dann machen wir irgendwann da unten so Stelzen hoch. Wenn das nicht mal geil wird, aber vorher bauen wir uns hier kurz einen Unterschlupf. Wenn das nicht mal geil ist, also das ist jetzt wirklich... Das wird bestimmt geil aussehen und das vielleicht kommt es ja sogar an meinen... Haben wir noch genug Wolle dabei? Vier... Ach ja, stimmt, wir haben ja noch vom... Erstmal nur so ein kleines Versteck-Dich-Haus. Damit wir eine Nacht sicher sind und... Damit wir hier ein paar Kisten eigentlich nicht, aber... Schon mal etwas haben hier, ne? Damit wir hier die erste Nacht durchstehen können. Oder ich glaube, wir müssen es eins länger machen, damit Bank, Ofen und sowas reinpasst. Und jetzt können wir auch den Seiten reinbauen. Das wird jetzt unser Fort Olympics. Mit einer Fackel drin. Hier kommt das Bettchen rein. Hier wird der Ausgang sein. Ich baue mir sowas eigentlich recht gerne. Jetzt ist es wieder kaputt. Jetzt haben wir keine Fackel mehr. Aber erstmal kommen, brauchen wir hier eine Werkbank. Damit wir uns hier einen kleinen Unterschlupf für die Nacht bauen. Und nicht einfach wild drauf los und wir dann elend von einem Creeper weggebombt werden. Was wir aber sofort brauchen, ist unbedingt eine Tür, da die Sonne schon über dem Zenit ist und hier im Moment dunkel werden könnte. Und jetzt wieder, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe irgendwann mal Scheiße gebaut, als ich das Texture Pack geändert habe. Aber diese Tür. Wenn man die in der Hand hält, die sieht auch scheiße aus. Normal sieht sie normal aus, aber wenn man die in der Hand hält, sieht sie auch scheiße aus. Hier ist eine Fackel drin. Das heißt, wir haben geeignete Lichtqualität. Jetzt noch ein Ofen. Fürs nächtliche Happern. Für warme Füße in kalten Nächten. Donnern wir hier nochmal hin. Ich hoffe mal, ich spreche nicht zu leise. Da ich mitgekriegt habe, dass ich in einem anderen Platz zu laut gesprochen habe. Und deswegen meine Sprechverhältnisse ein bisschen runtergeschraubt habe. So wie beim allerersten Spore-Let's Play. Und auch natürlich auch die Störgeräusche. Den Störgeräuschfilter aktiviert habe. Das ist ein schnuckeliges Häuschen. Können wir uns ein Bild machen? Das wäre jetzt auch lustig. Ein Bild. Vielleicht mit Papier innen drin und dann Stickies drum, damit das hier ein bisschen niedlich aussieht. So ging ein kein Bild. Also, war es denn mit Papier und... Ach Mist, jetzt müssen wir erst wieder neue Wooden Planks machen. Und wir können uns ja hier in diesem Häuschen Zeit lassen. Hier drin sind wir sicher. Aber da freue ich mich schon drauf, wie dieses Baumhaus wohl dann aussehen wird. Wir können es nicht allzu hoch bauen, aber es wird dann eh so ein... ist ein Town Hall. Nee.
Also doch. So hier wahrscheinlich. Ich mache immer so selten Bilder. Vielleicht ändere ich auch nochmal die Bildertextur. Oder werde ich bestimmt machen. Okay, da haben wir's. Ein Painting. Ein Painting. Nein, wir brauchen schon einen schönen Ausblick. Ach, warte mal, können wir? Nee, können wir leider nicht. Aber. Nein, bis zu essen, das wäre jetzt doof. Das war ein schöner Ausblick, aber. Ja, natürlich eine Fackel auf der Müsse. Ja, Skaterboy. Skaterboy. Alter Mann. Essen. 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 Etwas, das so aussieht wie Essen. Essen. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach diesen. Wir nehmen einfach diese bunten Pixel. Und wir sind hier. Wow, Eiweißwolken. Ganz ruhig. Wie viel Platz haben wir denn noch hier? Oder wie viel. Okay, es wird gleich Nacht und. Ich würde sagen, das lohnt sich nicht mehr ganz. Und in der Zeit können wir ja mal ein bisschen mit unserer Minimap stibitzen. Z war es, glaube ich, ne? Z, 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 Z. Z, 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 Z. 0,5? Nein. Wow. Jetzt haben wir eine Karte in der Hand. Jetzt haben wir wieder Zoom Level 0,1, aber wie kriegen wir das jetzt auf? Dieses Waypoint-Menü. Vielleicht bei Controls? Snake Inventory Toggle for Gain Lore. Was ist denn Gain Lore? Drücken wir mal B. Ach so. Back to Game B. Wow. Ach, ist das nicht das? Das ist nämlich das Ätherbuch, was man benutzen kann, wenn man Crafting-Rezepte machen will. Da kann man einfach was reinziehen und Wood found in trees, craftable in duplex. Dann kann man hier sehen, was man hier alles draus machen kann. Und man kann hier auch was ganz Lustiges machen. Man kann nämlich das Book of Lore selber hier reinziehen. Und dann kriegt man, soweit ich weiß, ein Achievement. Also, hier sieht ihr, jetzt kann man Minecraft. Und hier Ether. Hier haben wir das ganze Zeug. Kann man schon ein paar Eindrücke kriegen zum Äther. Und Loreception, the more you know. Pink is the new blue. Crafted Gravitol. Hostile PLS sent to the Aether. Tiefrund. Defeat the Silver Boss. Defeat the Gold Boss. Defeat the Bronze Boss. Und hier ist ja auch was Neues dazu gekommen. Und hier, ich habe mir einen kleinen Spaß gemacht. Ich habe das Bedrock durchsichtig gemacht. Ach Mist, jetzt habe ich jetzt falsche Taste gedrückt. So in Momenten so einer kleinen Hütte kann man ja gut nutzen, um das zu mal zu machen. Hier sehen wir hier, können wir mit Picks. Und hier gibt es eben neue hier mit den Catties. Da Bunny Killer using the Bunny Killomatic. Audience at least 63 Bunnies at once. Kenne ich nicht. Hier, Flugzeugbau. Hier mit Silberohr. Ist ganz lustig. Ist aber ein bisschen schwierig. Und dann können wir ja mal kurz. To Infinite and Beyond. Können wir ja mal kurz bei den Stat. Oh, es wird Nacht. Ne, ist auch egal. Können wir mal kurz bei den Statistiken gucken. Wir haben 97 Minuten schon auf dem Buckel. Aber, das geht jetzt wahrscheinlich nur fürs Let's Play, weil ich ja mit den Mods und so, da habe ich ziemlich viel, ne, habe ich auf die Punkteigenschaft gelöscht, ne, und das ist ja auch ein bisschen. Ja, deswegen ist es auch hier ein bisschen, ne? Walls played, eine. Wahrscheinlich die hier, ne? Saves loaded, 96. Multiplayer Joins, 7. Games Quit, 26. Ach nee, Minutes played. Hier haben wir es. 8 Stunden, 30 Minuten. Und, auf dem Server, wo ich